Es geht sofort weiter. Magst du eher knallige oder dezente Farben an einem Make-up? Ich mag beides. Also ich schminke mich auch mal gelb, mache mir auch mal gelb-grün Lidschatten drauf. Ich nenne das Limonen-Look. Oder Kalperinja-Look habe ich, glaube ich, dazu gesagt. Keine Ahnung. Das finde ich total schön. Ich mag aber auch so die Brauntöne, wie diese Rosewood-Effekts. Trio-Ding da von Manhattan, das ist ja auch ganz dezente Farben und den liebe ich auch. Also ich mag beides sehr gerne. Ju, welches Make-up bewunderst du an anderen Frauen? Ich bewundere, wenn Frauen nicht so viel Make-up benutzen und sagen, boah, sehe ich geil aus. Ich finde das klasse. Wenn eine Frau, was weiß ich, nur eine Mascara brauche oder einen Lippenstift und dann sieht sie schon klasse aus. Das finde ich toll. Ich bewundere es natürlich auch, wenn Frauen sich super schminken können. Das bewundere ich auch total. Aber ich finde es noch schöner, wenn eine Frau natürlich ist. Deshalb ist es auch, jemand hat zu mir gesagt, ich bin natürlich. Und das ist für mich das größte Kompliment, was ihr mir machen könnt. Also ich finde das klasse, wenn Frauen einfach natürlich sind. Das bewundere ich an Make-ups. Wie gesagt, wenn man sich selber noch erkennt und nicht gekünstelt aussieht. Wo sind wir denn? Wenn du dein Haus nur mit einem Utensil verlassen dürftest, welches wäre das? Nur mit einem Utensil. Es kommt drauf an, wenn ich nicht wieder reinkommen dürfte, würde ich meinen Oscar, meinen Scheißer mitnehmen. Mein Hund. Wenn ich wieder reinkommen dürfte, also ganz normal, früh am Morgen, wartet. Dann würde ich. Sie ist wieder organisiert, ein Wunder. Meine Tasche mitnehmen oder überhaupt irgendeine Tasche würde ich mitnehmen, weil ich kann absolut nicht ohne Taschen rausgehen. Auch wenn ich die Hälfte in meiner Tasche vergessen habe, ich brauche erstmal eine Tasche, dass ich wenigstens das Gefühl habe, alles dabei zu haben. So, Leute, könntest du das Haus hier ohne Make-up könntest du das Haus hier ohne Make-up verlassen? Ich liebe es. Ich verlasse ständig das Haus ohne Make-up. Ihr müsstet mich fragen, wie oft ich das Haus mit Make-up verlasse. Also wie gesagt, ich ständig. Lässt du dich gerne von Verpackung verführen? Ich sag mal so, wenn mir jetzt eine Verpackung sehr gut gefällt und ich mir bei dem Kauf nicht so ganz sicher bin und das Produkt hat eine schöne Verpackung, nehme ich es dann meistens mit. Also das schon. Gerade bei Benefit und Balm, Leute, das sind so niedliche Verpackungen. Aber ich liebe natürlich auch die Verpackung von Yves Saint Laurent oder von Chanel oder Dior, weil das einfach mal so edel ist. Also ja, schon. Dafür bin ich ein Mädchen. Was ist deiner Meinung nach die beste Firma? Also, ich muss sagen, eine tolle Firma ist ja, die tolle Lidschatten macht, die tolle Foundation macht, die tolle Eyeliner macht, die tolle Creme macht. Und das ist für mich definitiv Chanel. Tut mir leid. Ich weiß, dass das schweineteuer ist, aber es ist einfach so. Also Chanel ist für mich eine super Firma, weil Chanel hat es hinbekommen, tolle Düfte zu machen. Düfte, die nach Jahren noch auf den Bestsellerlisten stehen, Chanel Nummer 5. Die Pflege machen, die super ist. Meine Mama nimmt jetzt die ganz neue Chanel-Pflege, die sagt, es ist Wahnsinn. Die hat auch trockene Haut. Die hat gesagt, wenn die die nachts drauf macht, sieht die frühs aus wie aufgepolstert. Das ist wirklich so. Ich liebe Chanel. Ich mag auch die Chanel Lidschatten ganz, ganz sehr, weil die super von der Pigmentierung her sind. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen Chanel. Wenn ich mich nicht entscheiden müsste, würde ich sagen, oh, es gibt viele tolle Firmen, auf jeden Fall. Ich finde, ich bewundere nur, es wird dunkel, Leute. Ich bewundere an Chanel nur, dass die so vieles Gutes gleichzeitig machen. Weil zum Beispiel Estée Lauder finde ich auch die dekorative toll. Und von den Düften könnte ich mich glatt übergeben. Also, wisst ihr, wie ich das meine? Chanel hat es halt einfach hingekriegt, drei was unter einen Hut zu kriegen. Und das bewundere ich total. Das ist wie wenn, was weiß ich, Madonna, die super singt
und absolut scheiße schauspielert oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Die kriegt das halt nicht hin. Ach, es wird schon wieder sehr dünn. Leute, weiter geht's. Was hältst du von Make-up? Also ich finde Make-up sehr schön, um sich einfach zu verschönern und noch schöner zu machen, als man ist. Ich finde nicht, dass Make-up schön macht. Ich finde, es macht nur... wie soll ich denn das erklären? Ich kann das nicht erklären. Leute, ich hoffe, ihr seid schon so weit in meiner Persönlichkeit vorangekommen, dass ihr mich jetzt versteht, wie ich das meine. Man muss schon ohne Make-up sagen. Man muss sich angucken können und sagen, ich bin schön. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das nicht besonders gut. Man muss sich jetzt nicht angucken und sagen, boah, bin ich geil. Aber zumindest, dass man sagt, ich gehe auch ohne Make-up auf die Straße. Also ich traue mich das. Ich habe das Selbstbewusstsein dazu. Weil was andere sagen, hallo, drauf geschissen. Die haben vielleicht einen eingewachsenen Zehennagel oder sowas, was ihr nicht seht. Und wenn ihr dann mal ein paar Pickel habt, mein Gott. Ich bin eindeutig dafür, mehr Luft für die Haut. Ganz ehrlich. Jetzt kommen wir zu den Haaren. Wie oft wäschst du deine Haare? 1 bis 2 Mal die Woche. Ja, nee, nicht ich, sondern wirklich, das muss sein. Weil nur dadurch können sich eure Haare erholen. Das ist halt einfach so. Also es ist wirklich meine Meinung. Ich wasche meine Haare 1 bis 2 Mal die Woche. Und das reicht mir zu. Benutzt du Föhn, Lockenstab und Glätteisen? Ja, ich benutze wirklich alles drei. Für meine Locken benutze ich einen Lockenstab, fürs Kletten das Glätteisen, weil für Locken mit Glätteisen bin ich zu doof. Und zum Trocknen nehme ich einen Föhn. Was ist dein Lieblingshaarprodukt? Das ist von Kérastase die Haarkur. Die ist total toll. Das ist so eine, also Haarmaske ist das. Was rede ich denn schon wieder? Das ist so eine Color-Schutz, weil bei mir ist das ganz doof. Ich habe von Natur aus ganz helles, ein helles Blond, ne? Und wenn ich mag das nicht so, so dieses, ich bin so schön blond von meinem Charakter her. Die, die mich kennen, die wissen jetzt, was ich meine. Und wenn ich dann noch so wasserstoffblonde Haare, ich finde in diesen Videos kommen meine Haare Wasserstoff rüber, sind sie aber nicht. Sie sind wirklich sehr natürlich blond, dadurch, dass ich honigblonde Strähnen mit drin habe. Und das Problem ist aber, dass meine Haare so hell sind und immer jede dunkle Farbe, die ich drüber mache, also jetzt zum Beispiel das Honigblond, tun die so schlucken. Ich tut meine Haarfarbe, meine natürliche Haarfarbe schlucken. Und dann habe ich die Haarfarbe, wenn ich beim Friseur war, 2 Wochen und dann sieht man schon wieder nichts mehr von den Strähnen. Und das, muss ich sagen, hat diese Maske von Kérastase sehr gut hingekriegt. Sehr zufrieden. Welche Haarfarbe würdest du nie ausprobieren? Schwarz. Ich habe sie schon ausprobiert. Deshalb kann ich von mir aus sagen, nie wieder. Oh Gott, Leute, ich sah aus. Friseur oder selbstgeschnitzt? Definitiv Friseur. So, das war's schon. Wie viel haben wir denn jetzt? Das ist auch schon wieder ganz schön viel. Ja, meine Hasen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Besser gesagt Abend. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich denke, es wird ein Parfüm-Video. Ja, wie gesagt, es freut mich, dass ihr meine Videos immer so zahlreich kommentiert und mir so liebe Mails schreibt und ja, vielen Dank dafür nochmal, ne? Tschüss!